Ende Februar kommt die Marketing Review des St. Gallen zum Thema Marketing Management raus. Das ist ein sehr übergeordnetes, strategisches Thema. Wie haben Sie das ausgesucht? Wir haben ja, seitdem es die Marketing Review gibt, immer versucht, dass jede Ausgabe im Prinzip ein Herausgeberwerk ist, an dem man nicht vorbeigehen kann. Also ob das Key Account Management ist oder Pricing, wenn man das Thema bearbeitet oder sich für das Thema interessiert, dann sollte jede einzelne Ausgabe ein Herausgeberwerk sein. Aber wir haben seit einigen Jahren immer die Rubrik Marketing Management dabei, um sicherzustellen, dass jede Ausgabe auch tatsächlich jeden interessiert. Wir haben so viele Einreichungen gekriegt, dass wir uns entschieden haben, dass wir diese Rubrik jetzt einmal zu einem eigenen Heft machen, sodass wir tatsächlich eine ganze Ausgabe dieser Rubrik Marketing Management widmen. Es gab ja einige Einreichungen. Wie haben Sie denn die Beiträge ausgewählt? Es ist nicht so, dass ich als Herausgeber entscheiden würde, der Beitrag kommt rein, der gefällt mir und der kommt nicht rein, weil er mir nicht gefällt, sondern jeder Beitrag wird tatsächlich einerseits aus der Sicht der Wissenschaft und andererseits aus der Sicht der Praxis begutachtet. Das heißt, wir gucken, ob wir einen Gutachter oder eine Gutachterin haben aus der Praxis, die sagt, das Thema ist relevant, und jemanden, der bestätigt aus der Wissenschaft, das Thema wurde tatsächlich up-to-date behandelt. Wir wollen, dass beide zu dem Beitrag sagen können, ja, das ist ein Beitrag, den wir gerne in der Marketing Review St. Gallen veröffentlicht sehen möchten. Inzwischen sind wir bei der Marketing Review St. Gallen in der extrem glücklichen Lage, dass wir deutlich mehr Beiträge bekommen, als wir nachher abdrucken können, sodass wir ungefähr eine Akzeptanzquote von 50% haben. Das heißt, die Hälfte der Beiträge, die eingereicht werden, erscheinen dann auch in der Marketing Review. Ja, vielen Dank, und dann wünschen wir eine ganz interessante und inspirierende Lektüre und freuen uns auf Ihre Einreichungen.